Hallo Kurt, du hier. Na klar, das Fleisch ist heiß. Oh, hier ist Hinz und Kunst. Aha, und Dörte zum Flirte. Oh Gott, du flirtest allein? Ja, alle mit dir. Aha, aber ich bin doch gar nicht Dörte, ich bin Susi. Ist doch egal, Dörte reimt sich auf Flirte. Ah, und alles, was sich reimt, ist gut, nicht wahr? Sag mal, wie kommst du überhaupt hierher? Nen Roller. Aha, na ja, nen Rollator. Ach so, nen Rollator. Na, ich wollte ja nie so ein Ding. Ich hätte denn dann eins genommen von Jaguar oder von Maserati. Doch die Krankenkasse hat mir halt nur den Rollis Reus finanziert. Mit GPS, also mit Navigationssystem oder ohne? Nicht natürlich. Doch irgendwas stimmt nicht mit den Navi. Immer wenn ich am Friedhof warte, da sagt es Navi, sie haben ihr Ziel erreicht. Naja, kurz, so ganz alt bist du doch noch gar nicht, hm? Jünger als ich aussehe. Und älter als du denkst. Ah, das klingt wie dein Standardspruch, hm? The old this done do. Ich bin zu jung für dich und alt genug, um mich abzugrenzen. Naja. Alt denn. Sollen wir ja alle, doch keiner will es sein. Ja, das stimmt. Ich fühle mich ja schon alt, wenn man mir sagt, dass ich noch jung aussehe. Altern ist ein hochinteressanter Vorgang. Ach ja? Na, du denkst und denkst und denkst. Und auf einmal kannst du dich an nichts mehr erinnern. Oh Gott. Heutzutage ist es nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 ungefähr 10-mal so reich sind, wie sie mit 20 waren. Aber man findet kaum einen, der 10-mal so glücklich ist. Nicht wahr, Kurt? Vorsicht. Alte Menschen sind gefährlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft. Oh, da habe ich aber jetzt Angst, ne? Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Alter. Oh. Ja, mir scheint, die Menschen wollen heutzutage nur mehr zwei Dinge, ne? Alt werden und dabei jung bleiben. Vor allem ihr Frauen, wir Frauen. Es gibt ein Alter, in dem eine Frau schön sein muss, um geliebt zu werden. Und dann kommt ein Alter, wo eine Frau geliebt werden muss, um sich noch schön zu finden. Alter und Erfahrung kommt zur Schönheit. Erfahrung heißt gar nichts, ne? Wenn man nichts daraus gelernt hat, man kann auch 35 Jahre seine Sache schlecht machen, nicht wahr, Kurt? Nach den Jahren der Last kommt die Last der Jahre. Ja, solange es keine Laster sind, Kurt. Laster? Ja. Lass uns mal zu ernsterem Thema kommen. Du bist doch Lehrer. Ich war Studienrat. Genau. Und da hast du doch unterrichtet. Naja, wer hat hier wen unne oder zugerichtet? Verstehe, du warst nicht gerne Lehrer. Zu meiner Zeit, wo ich Schüler war, da war Schul noch cool. Aha. Da ging's noch richtig gut zu mit Strafen und auf die Finger schlagen, den Stock und an die Ohren ziehen. Oh. Und richtig guter Drill, voll der Kick. Und das fandst du gut. Und als du dann Lehrer warst, hast du das vermisst. Hm? Naja, ich sollte die Zöglinge gleichwertig händeln und zensieren. Und ich musste das auch noch nachweisen und dokumentieren und sogar analysieren. Oh. Leistungsdiagnostik nennt man das.
Und du solltest dem Anspruch auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit garantieren. Das geht ja eh nicht. Wir sind doch nicht gleich. Und das werden wir auch nie sein. Okay. Und das will doch auch keiner. Naja, darüber kann man streiten. Aber dass du wissen solltest, warum du wem welche Zensuren gibst, ne? Und das offenlegen sollst und begründen können sollst, das ist doch mehr als in Ordnung, Kurt. Von Wege. Woher soll ich das denn wissen? Das hat mir doch ins Studium keiner beigebracht. Das wird nicht gelehrt. Ah. Okay. Vielleicht damals, ne? Oder vielleicht dachte man, das ist sowas wie pädagogischer Ethos, ne? Oder eine menschliche Selbstverständlichkeit, dass man keinen bevorzugt oder geschmäcklerisch bewertet. Ethos. Die neueste Lehrer, dann doch Lehrer, weil sie gutes Geld verdiene. Und weil sie nie eine kündige kann. Das ändert sich ja auch, ne? Das ist auch nur deine Meinung. Aber jetzt sag mal, wie hast du denn deine Schüler und Schülerinnen so bewertet? Was war denn bei dir Erfolg? Wie war man bei dir erfolgreich? Erfolg hat der, der sich durchsetzen kann. Der ordentlich und fleißig ist und der mit der hohen Stirn. Hä? Der mit der hohen Stirn? Ist aber jetzt sehr intuitiv. Wieso? Ein offenes Gesicht zeigt einen offenen Geist. Ist das so? Kannst du das auch empirisch nachweisen? Nuss ich das? Weiß ich nicht. Ich kann als Lehrer doch sowieso machen, dass ich will. Ist das so? Wichtig ist, dass einem die Eltern zusagen und sich gut mit ihnen zu stellen. Ne? Das ist wichtig. Dann kannst du machen, was du willst. Okay? Und was ist denn deiner Meinung nach vorteilhaft, dass man an Eltern hat? Wie sollen Eltern denn sein, dass man als Kind Vorteile hat, gut bewertet zu werden? Eltern, die verständig sind. Okay. Die nicht verstehe. Ah, verstehe. Und nicht Gäsche rette. Okay. Ja und Amen sagen. Ja. Amen. Okay. Aber gebildet oder intelligent? Das kann ja nicht jeder sein. Das stimmt auch wieder. Aber was ist denn für dich gebildet sein oder intelligent sein? Auch bei deinen Schülerinnen und Schülern. Wann war man denn bei dir denn intelligent? Was heißt denn intelligent sein? Woran erkennt man jemanden, der intelligent ist? Wenn er schnell ist und zuverlässig schafft. Oho. Ist es nicht anpassungsfähig sein und gut funktionieren? Retten muss einer könne und sich viel merken könne. Sich viel merken können. Und reden können. Das können Quacksalber auch und viel merken können sich Wissensbulimiker. Merken, wissen, merken und wieder ausspucken, wiedergeben. Abstrahiere und rechnen muss einer könne, der intelligent ist. Naja, aber nicht jeder, der gut in Mathematik ist, ist intelligent, oder? Nett? Ich würde behaupten, dass da noch mehr dazu gehört. Ne? Nützlich denke und nützliche Idee haben. Was sind denn nützliche Ideen? Ideen, mit denen ich was anfangen kann. Okay. Richtige Idee halt. Können Ideen denn richtig oder falsch sein? Klar, so wie Nensche richtig oder falsch sein können. Richtige Nachbarn. Falsche Kollegen. Ja, okay. Der richtige Vorgesetzte. Richtige, dann stimmt's.
Okay, verstehe. Aber was charakterisiert in deinen Augen die falschen oder sagen wir mal die schwächeren Schüler? Hm? Die faul sind, sind's doch. Ist das so? Die dumm sind, sind schwach. Oh, frech und unaufmerksam. Ist das so? Und warum ist dann natürlich eigentlich die wichtigere Frage. Die immer im Zentrum stehen Nüsse. Ah, okay. Die unordentlich sind. Okay. Moralisch schlechte Ninja halt. Okay. Uff, Kurt. Hm? Du meinst, das ist alles wichtig? Hm? Was du jetzt gesagt hast? Ja? Und du glaubst, das hilft oder das ist wichtig, dass jemand, ein Lehrer wie du zum Beispiel, eine gute oder eine schlechte Note gegeben hat. Das war ausschlaggebend, wichtig. Sehr wichtig. Nee, also ich glaube das nicht, Kurt. Hm? Kann mir das nicht vorstellen. Dann geh in die Schule und guck's dir an. Uff, vielleicht ist das der Grund, warum ich gegen Zensuren bin. Hm? Hey, wenn du die Stockschläge da einführst, dann ist da dein. Oh Gott, zum Glück bist du in Rente. Danke. Danke auch. Kurt, Susi, du hast doch am Anfang gesagt, dass du dich rechtfertigen musstest für deine Beurteilung und Benotungen, als du noch Lehrer warst. Warum ist dir das eigentlich dann so schwer gefallen? Hm? Weil ich's nicht gelernt hab. Ach so. Weil ich das auch alles andere als einfach find. Ja, es ist auch nicht einfach, aber es hat auch keiner gesagt, dass es einfach sein muss oder wird, ne? Im Leben, auch im Berufsleben. Aber generell, ich meine, das ist doch schon gut, wenn man jemanden gerecht und chancengleich bewertet in der Schule. Das macht doch schon Sinn. Und ich glaube, es ist auch unnötig. Glaubst du? Und wenn man Lehrer extra dafür schulen würde, hm? Wie dann? Ja. Indem man ihnen beibringt, wie man einen objektiven Test durchführen kann. Ja, wo alles korrekt gemessen wird und wie die Ergebnisse auch zuverlässig sind und aussagekräftig sind. Aussagekräftig. Ja. Jeder Lehrer ist sich doch der Nächste. Und wenn man die Lehrer verpflichtet, dass sie nur gemeinsam bewerten dürfen, egal ob mit Noten oder mit Führerschein oder anderen Methoden oder, ne? Aber immer gemeinsam, müssen sich zusammen überlegen, wie sie den Test gestalten, müssen zusammen gucken, ob der Test auch wirklich den Lehrplanzielen entspricht. Sie müssen zusammen bewerten und sich gegenseitig auf die Finger schauen beim Bewerten. Das wäre doch was. Miteinander? Ja, miteinander. Zusammen entscheiden. Zusammen? Wie? Wie dann das und warum? Oh Gott, zum Glück bin ich in Rente. Ja, das glaube ich auch.